internationalen Gästen haben wir den Irfan Khan da, mit einer internationalen Premiere von, mit der Weltpremiere von Kisser. Der Irfan Khan, ja, den kennen in Indien ungefähr 900 Millionen Leute, also fast ganz Indien. Der ist sehr, sehr berühmt und überhaupt im ganzen asiatischen Raum gehört er zu den ganz, ganz großen Schauspielern. Wir haben die Geetanjali Thapa da von Liars Dice und die Sahana Goswami, Vara, A Blessing, spielt sie mit. Ich muss ein bisschen lachen, weil die Namen nicht so einfach auszusprechen sind und weil das eben Stars sind auf einer anderen Seite vom Globus. Wir haben den Marco D'Amore da, diesen Namen mag ich sehr gerne, Marco D'Amore, und der hat, der ist der Hauptdarsteller in der Serie Gomorra. Das ist ein ganz großer Event von uns, weil wir die ersten Folgen der europäischen Serie Gomorra zeigen in Zusammenarbeit mit unserem Sponsor Sky. Und wir haben den Frank Dörger da in einem Serienpanel. Es gibt ein ganz fantastisches Serienpanel, was die Susanna Gomez, unsere Programmerin, organisiert hat. Mit Nico Hoffmann, mit Nadja Meute und mit Frank Dörger, dem Games of Thrones Produzent. An Regisseuren kommt der Wim Wenders. Der zeigt das Salz der Erde, aber der hat den Film nicht alleine gemacht, sondern mit dem Giuliano Ribeiro Salgado, der Olivier Assayas, ein sehr beliebter und schon etablierter Festivalgast bei uns, mit Sils Maria, John McNaughton, The Harvest, Lionel Bayer, Les Grands Ondes à l'Ouest, der David Trueba, Lech Majewski und der Zvignati. André, wie sprichst du es aus, Michael? Andrei Zvirginsev, genau, der den russischen Film Leviathan gemacht hat, der auch einen Cannenpreis gewonnen hat, über den ich gerade berichtet habe. Regisseurinnen und Regisseure aus Deutschland haben wir die Doris Dörrie da, die Caroline Link, die Nele Leana Vollmar, die Vanessa Jopp, den Dominik Graf, ich zähle nur noch ein paar auf, den Hans Steinbichler, den Rainer Kaufmann, den Ralf Hüttner, der der Koch gemacht hat, die Nina Grosse, den Michael Verhoeven und den Ralf Westhoff mit seinem neuen Film. Schauspieler soll ich auch aufzählen oder sind die alle in der Pressemitteilung drin? Ich möchte ein paar rausgreifen. Der Florian David Fitz ist da, die Merit Becker, die Jeanette Hein und die Alina Leschin. Alleine die spielen in dem Film Lügen und andere Wahrheiten mit. Der Roland Zehrfeld und der Miesel Matewitsch spielen mit in Wir waren Könige und werden da sein. Der Heiner Lauterbach und die Gisela Schneeberger sind da in dem Film Wir sind die Neuen. Der Tobias Moretti und der Jonas Ney spielen in Hirngespinster. Die Martina Gedeck haben wir in Das Ende der Geduld. Die Jessica Schwarz in Der Koch. Die Christiane Paul in Lola auf der Erbse. Und die Mina Tander, Das Hotelzimmer. Die Julia Jentsch haben wir in Die Auserwählten. Den Rainer Bock in der Bornholmer Straße und die Alice Dwyer und den Max von Thun in Let's Go.